ich bin Leila und ich werde euch heute etwas über die Sustainable Development Goals, kurz gesagt SDGs, erzählen. Ich gehe dabei auf die ersten beiden SDGs ein, und zwar Armut in Verbindung mit Hunger. Dabei beziehe ich mich vor allem auf die Kinder und Jugendlichen in Deutschland und die Maßnahmen gegen die Probleme in unserer Umgebung. Zum einen versteht man unter Armut, dass Menschen mit weniger als 50% des Durchschnittseinkommens über die Runden kommen müssen. Armut ist jedoch mehr als der Mangel an Einkommen und Ressourcen, um eine nachhaltige Existenz zu sichern. Zu ihren Erscheinungsformen gehören auch Hunger und Unterernährung, begrenzter Zugang zu Bildung und anderer Grundversorgung, soziale Diskriminierung und Ausgrenzung sowie die mangelnde Beteiligung an Entscheidungsprozessen. Ende 2003 lebten mehr als 1 Million Kinder und Jugendliche von Hilfe zum Lebensunterhalt, also Sozialhilfe. Das entspricht ungefähr 7,2% aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Bei den Kindern im Grundschulalter liegt die Quote knapp darunter. Erschreckend ist aber, dass die Armutsquote deutlich höher ist als die Sozialhilfequote. Je nach Armutsdefinition leben zwischen 13% und 19% in relativer Armut. Hier links seht ihr die Verteilung der armutsgefährdeten Kinder und Jugendlichen in Deutschland. Dabei hängen Bildungschancen von Kindern und Jugendlichen leider immer noch stark von der finanziellen Situation im Elternhaus ab. Kinder aus armen Familien machen in der Schule seltener Karriere als Kinder aus reichen Haushalten, auch wenn sie gebildete Eltern haben. Steht die Entscheidung für die weiterführende Schule an, gibt oft die finanzielle Situation der Eltern den Ausschlag. Aus einer Langzeitstudie im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt geht hervor, von 100 Kindern, die niemals in Armut gelebt haben, schaffen 36 den Sprung aufs Gymnasium. Von 100 Kindern mit Armutserfahrung nur 12. Ich komme jetzt zu unserem Landkreis Lüchow-Dannenberg. Hier leben ca. 1200 Kinder in Armut, oft sind die Eltern dieser alleinerziehend. Ein Problem stellt die fehlende ganztägige Betreuung und der schlecht ausgebaute Nahverkehr dar, wodurch das Arbeiten der Eltern erschwert wird. Viele sind außerdem soziale Hilfsangebote nicht bekannt, wie das Familienservicebüro, das Proactive Center oder der Sozialfond. Achtung, jetzt wird's eklig. Jährlich landen in Deutschland ca. 12 Millionen Tonnen Lebensmittel auf dem Müll. Doch obwohl es in Deutschland einen Lebensmittelüberfluss gibt, nimmt die Ernährungsarmut wieder zu. Immer mehr Menschen sind nicht mehr dazu in der Lage, sich so angemessen zu ernähren, wie das Menschenrecht auf Nahrung es verlangt. Davon besonders betroffen sind unter anderem Kinder und Jugendliche. Dagegen setzt sich beispielsweise die Tafel ein, die es auch in Lüchow und Dannenberg gibt. Die Tafel ist ein Verein, der Essen durch Spenden von Bäckereien, Supermärkten und Privatpersonen sammelt und dieses an Bedürftige weitergibt. Zur Tafel gehen zum Beispiel Geringverdiener, Hartz-IV-Empfänger, Rentner, Alleinerziehende und Asylbewerber, die einen Nachweis für ihre finanziellen Schwierigkeiten mitführen müssen. Die Tafel öffnet jeden Samstag. Auch auf dem Gymnasium Lüchow gibt es Maßnahmen, um Schüler aus ärmeren Familien zu unterstützen. So wurde ein über Eltern und durch Spenden finanzierter Sozialfonds gegründet, welcher im Jahr 2000 Euro bereitstellt. Für betroffene Familien gibt es über den Sozialfonds eine Möglichkeit, schnell und unbürokratisch finanzielle Unterstützung zu erhalten. Um eine Bezuschussung kann bei allen, wobei die Schule Kosten verursacht, gebeten werden, beispielsweise bei Klassen- und Kursfahrten oder bei der Anschaffung von Arbeitsmaterialien. Eltern, Schüler und auch die Klassenlehrer können einen Antrag stellen. Kommen wir jetzt zu den Verbesserungsvorschlägen. Zum einen könnten Supermärkte Lebensmittel, die seit kurzem abgelaufen, aber noch gut sind, Bedürftigen unter Nachweis ihrer Lage sowie einer Einverständniserklärung von ihnen zur Verfügung stellen, anstatt die Lebensmittel zu entsorgen. Ein anderer Vorschlag ist, die Existenzsicherung von Kindern vom Einkommen der Eltern unabhängig zu machen, damit alle gleiche Entwicklungschancen haben. Dieser Vorschlag kommt von den Autoren der Hans-Böckler-Stiftung. Auch sollte im Unterricht vermehrt über Armut aufgeklärt werden, um Mobbing und Ausgrenzung zu vermeiden. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Moin Leute, wir stellen euch jetzt Carsharing im Wendland vor. Was ist Carsharing überhaupt? Carsharing bedeutet, wenn von vielen Leuten, die in einer Region leben, nicht jeder ein eigenes Auto braucht. Diese können sich einem Verein anschließen und sich dann, wenn sie es brauchen, ein Auto buchen. Dieses Auto steht dann an einem festen Standort und kann bei Bedarf zu jeder Tageszeit über die App eWemo gebucht werden. Bezahlt wird dann nur die tatsächliche Fahrt und tanken muss man nicht selbst bezahlen. Wenn man das Auto nicht mehr braucht, stellt man es dann wieder am vorgesehenen Standort ab und verschließt es mit der App. Am Monatsende bekommt man dann eine Rechnung. Welche Vorteile bietet Carsharing? Wenn man nicht so oft ein eigenes Auto braucht, bedeutet die Anschaffung einfach nur hohe Kosten, den Verbrauch von Rohstoffen und die Produktion von Abgasen.
Einfach nur dafür, dass das Auto die meiste Zeit nur rumsteht. Das ist doch besser, sich ein Auto zu teilen und nur dann zu benutzen und zu bezahlen, wenn man es wirklich braucht. Kritik am Carsharing. In Städten ist Carsharing meist gut ausgebaut. Im Gegensatz zu ländlichen Regionen, wo Carsharing meist noch nicht sehr fortgeschritten ist. In Zukunft sollte man dies weiter ausbauen und mehr Werbung dafür machen, damit noch mehr Leute Carsharing nutzen. Kommen wir zu den Carsharing-Standorten bei uns im Wendland. Wir haben bei uns im Wendland insgesamt 11 Autos. Diese stehen in Hitzacker, Dannenberg, Göttin, Küsten, Lüchow, Wustrow, Salzwedel und Gartow. Hier könnt ihr nochmal alles über das Carsharing im Wendland nachlesen. Und ja, das war's dann auch schon. Bis dahin, ciao! Das neunte Thema der Nachhaltigkeitsziele umfasst die Bereiche Industrie, Innovation und Infrastruktur. Hierbei wurde sich das Ziel gesetzt, umfangreiche und vor allem nachhaltige Umweltmaßnahmen sowohl national als auch international festzulegen, damit Mensch und Natur so gut es geht geschützt werden. Zum Bereich Innovation lässt sich sagen, dass Lüchow-Dannenberg auf einem guten Weg ist. Beispielsweise wurde vor einigen Jahren das Projekt Carsharing in Lüchow getestet. Jeder, der einen Pkw-Führerschein besitzt, kann sich einen elektrisch betriebenen Pkw jederzeit mieten. Dieses Auto bietet eine umweltfreundlichere Variante als der herkömmliche Verbrennungsmotor und ist für den Großteil der Öffentlichkeit frei zugänglich. Auch im Bereich der Industrie wurden schon viele Maßnahmen umgesetzt, die die ökologische Nachhaltigkeit betreffen. Das SKF-Werk in Lüchow hat zum Beispiel eine eigene Biogasanlage zur Energiegewinnung gebaut und zudem ihre Beleuchtung auf und innerhalb ihres Geländes auf LED umgestellt, um Energie zu sparen. Zudem planen sie, eine Photovoltaikanlage zu bauen, um nachhaltig Strom zu produzieren. Beispielsweise haben die Unternehmen Steinecke in Seerau und Würm in Grabow diese schon vor einiger Zeit gebaut. Bereits bei der generellen Planung einer Infrastruktur eines Raumes wird darauf geachtet, dass die zuvor genannten Maßnahmen auch umgesetzt werden können, damit sich Industrie und die Infrastruktur selbst immer weiter modernisieren lassen können und so immer nachhaltiger werden, was das oberste Ziel darstellt. Bildung ist der Startpunkt für individuelle und gesellschaftliche Entwicklung. Das vierte Social Development Goal ist aus diesem Grund von großer Bedeutung. Es beschreibt das Streben nach hochwertiger Bildung. Damit werden die Ziele verfolgt, dass jeder und jede Zugang zu Bildung bekommt, sich Grundkenntnisse in Lesen, Schreiben und Rechnen aneignet, eine Ausbildung bzw. Hochschulbildung ermöglicht wird und dass Menschenrechte am Arbeitsplatz gewährleistet werden. Die Bildungsmöglichkeiten in Lüchow-Dannenberg äußern sich im niedersächsischen Schulgesetz, in dem eine Schulpflicht festgelegt ist. In 26 Schulen und den freien Zugang zu Büchereien, etwa in Lüchow, mit Fachbüchern. Zudem ist das Gymnasium Lüchow eine UNESCO-Projektschule. UNESCO-Schulen beteiligen sich an Aktionen, die sich dafür einsetzen, auf der ganzen Welt für eine flächendeckende Bildung zu sorgen. Die großen Probleme des vierten SDGs bestehen in einem stetigen Fachkräftemangel, hohe Kosten für Bücher und Schulausflüge wie Klassenfahrten und mangelnde Chancengleichheiten durch soziale Ungleichheiten. Zusätzlich werden keine Grundschulempfehlungen für das Gymnasium mehr herausgegeben, die dafür sorgten, dass der bestmögliche Lernraum für Schüler gefunden wird. So ist es schwerer, die optimale Schule für ein Kind zu finden, in der seine Stärken gefördert werden. Mögliche Lösungsansätze sind der Verleih von iPads, damit jeder damit arbeiten, Förderunterricht, um die Noten zu verbessern, das Schülerhelfen-Schülerprojekt, um die Schüler zu unterstützen und der Schulbücherverleih, durch den Geld gespart werden kann. Es eignet sich eine Wiedereinführung der Empfehlung für die Sekundarstufe, um die Lernbedingungen zu optimieren. Außerdem sollte der Lehrerberuf attraktiver gestaltet werden, um dem Lehrermangel entgegenzuwirken.
unserem heutigen Informationsvideo. Heute werden wir euch eines der 17 von der EU festgehaltenen SDGs genauer vorstellen. In unserem SDG geht es um das SDG 3, Gesundheit und Wohlergehen. Was dieses beinhaltet und worum es hier genauer geht, werden wir euch nun in 6 Stichpunkten genauer vorstellen. Folgende 6 Stichpunkte sind: Behandlung von Drogenmissbrauch, Stärkung der Gesundheitssysteme, Bekämpfung von Tropenkrankheiten, Senkung der Emissionen bis 2030 auf 55% und Anstieg der Adipositasrate dauerhaft stoppen. Ebenfalls soll eine Senkung der Raucherquote stattfinden, bei Jugendlichen bis auf 7% und bei den Erwachsenen auf 19%. So, nachdem wir euch eben bereits das dritte der 17 SDGs, welches Gesundheit und Wohlergehen heißt, vorgestellt haben, handelt es sich ja hier eher um die Ziele der EU, die halt bis 2030 erreicht werden sollten. Wir haben uns dazu aber auch noch eigene Gedanken gemacht und haben das Thema Gesundheit und Wohlergehen auf unsere Schule bezogen. So, passend zu dem Thema Gesundheit und Wohlergehen haben wir uns also überlegt, was könnten wir diesbezüglich in unserer Schule schon haben, was könnte es geben, was könnte man vielleicht sogar verbessern. Unser erster Vorschlag wäre ein gesunder Kiosk, an dem es Smoothies, Obst, Gemüse oder andere gesunde Dinge gibt. Unsere zweite Idee war eine Krankenschwester. Diesbezüglich dachten wir, dass diese einfach das Wohlergehen vieler heben könnte und man sich einfach besser fühlt, wenn es einmal nicht so gut geht. Rechts neben der Krankenschwester sieht man schon eine Spritze. Das Spritzensymbol soll keinesfalls bedeuten, dass in der Schule Impfungen durchgeführt werden sollten. Es soll lediglich darauf aufmerksam machen, dass ja, wie zum Beispiel im letzten Jahr, zu Ende des Schuljahres Impfungen kontrolliert wurden, was wir auch sehr wichtig finden. Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber es gab in unserer Schule ja mal ein Mädchen, welches von einem Diabetiker-Warnhund begleitet wurde. Und wir finden, dass das einfach definitiv zum Punkt Gesundheit und Wohlergehen dazugehört. Zudem finden wir, dass außerdem dazugehört, dass es ein- oder zweimal im Jahr bei uns an der Schule in allen Klassen und Altersstufen einen Erste-Hilfe-Kurs geben sollte. Denn dann weiß jeder, wie er sich im Notfall zu verhalten hat. Zusätzlich haben wir uns über Beratungslehrer Gedanken gemacht, die es ja schon bereits an unserer Schule gibt, was natürlich dem Wohlergehen aller zugute führt. Das war unser Informationsvideo für euch. Wir hoffen, euch hat es gefallen und dass wir euch das dritte SDG, Gesundheit und Wohlergehen, einfach ein bisschen näher bringen konnten. Sustainable Development Goals 14 und 15. SDG 14 – Leben unter Wasser. Mit diesem Ziel soll erreicht werden, dass Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig verwaltet, geschützt und wiederhergestellt werden. Die Versauerung der Ozeane so weit wie möglich reduziert wird, Fischbestände nachhaltig bewirtschaftet und Überfischung, illegale, unregulierte und unangemeldete Fischerei und zerstörerische Fischereipraktiken beendet werden. Die Meeresverschmutzung und Vermüllung durch Plastik deutlich verringert wird. Außerdem soll erreicht werden, dass wissenschaftliche Kenntnisse vertieft, Forschungskapazitäten ausgebaut werden und Technologietransfer sichergestellt wird. Kleine Inselstaaten und weniger entwickelte Länder vermehrt wirtschaftliche Vorteile aus der nachhaltigen Nutzung von Meeren und Küsten ziehen können. Subventionen, die zu Überkapazitäten, Überfischung und illegaler, unregulierter und unangemeldeter Fischerei beitragen, abgeschafft werden. Mindestens 10% der Meere als Meeresschutzgebiete ausgewiesen und besser verwaltet werden. Und so können diese Ziele erreicht werden. Jeder kann Plastik vermeiden, indem man zum Beispiel eine eigene Tasche beim Einkaufen verwendet und so gut wie möglich auf Verpackung aus Plastik verzichtet. Auch unser Fischkonsum spielt eine entscheidende Rolle. Man sollte ihn verringern und beim Kauf auf Bio- und Umweltsiegel achten. Beispielsweise Friend of the Sea, Naturland Aquakultur und Bioland. Zudem ist es wichtig, den CO2-Ausstoß zu reduzieren, um gegen die Versauerung der Ozeane anzugehen. Erreichen kann man das, indem man regionale Produkte kauft und damit auf kurze Lieferwege setzt. Häufiges Autofahren sollte vermieden und der Konsum tierischer Produkte verringert werden. In unserer Region wird das auf diese Art unterstützt. Es finden regelmäßig Müllsammelaktionen an der Schule in Klenze statt. Es gibt auch mehrere Hofläden, in denen Produkte ohne Verpackung angeboten werden. Außerdem ist ein Unverpacktladen in Planung. Was regionale Bioprodukte betrifft, bietet der Wendlandmarkt in Lüchow ein umfangreiches Angebot.
Mit Aktionen wie dem Stadtradeln wird zum Fahrradfahren motiviert und mit Hilfe stündlicher Busverbindung wie der nach Uelzen kann auf das eigene Auto verzichtet werden. SDG 15 – Leben an Land. Mit diesem Ziel soll erreicht werden, dass Landökosysteme und ihre Leistungen erhalten, wiederhergestellt und nachhaltig genutzt werden, die Verschlechterung natürlicher Lebensräume und Biodiversitätsverlust verringert werden, Entwaldung beendet und Wald nachhaltig bewirtschaftet und wiederhergestellt wird, Umweltgesetzgebung effektiv umgesetzt wird. Außerdem soll erreicht werden, dass Wüstenbildung bekämpft wird und geschädigte Flächen und Böden wiederhergestellt werden, Wilderei und illegaler Handel mit geschützten Arten beendet wird, der Zugang zu genetischen Ressourcen und einem gerechten Vorteilsausgleich gefördert wird, Ökosystem- und Biodiversitätswerte in Planungen einbezogen werden. So können diese Ziele erreicht werden. Man kann Arten schützen, indem man Saatgutmischungen für Bienen aussät, Vögel füttert und Vogelhäuser sowie Insektenhotels aufstellt. Auch hier sollte das Konsumverhalten durch Wiederverwenden, Teilen, Tauschen und den verminderten Konsum tierischer Produkte verbessert werden. Zusätzlich sollte man auf Siegel wie Naturland Fair, Demeter und Hand in Hand achten, die eine faire und nachhaltige Produktion unterstützen. Um aktiv zu werden, können wir unsere politische Partizipation nutzen sowie unsere Mitmenschen informieren. Um den Artenschutz zu gewährleisten, wurden in unserer Region bereits Storchenhorste, Insektenhotels, Vogelhäuser und Blühwiesen angelegt. Außerdem wird aktiv Aufforstung betrieben. Mit Second-Hand-Läden wird Fast Fashion entgegengewirkt und der Wendlandmarkt bietet eine Möglichkeit für bewussten Konsum. Außerdem wurden hier mehrere Projekte ins Leben gerufen. Mit wöchentlichen Demonstrationen und einem Fotoprojekt wird für den Erhalt des Lüchower Stadtwaldes protestiert. Die Aktion Gemeinsam gelingt Gutes wurde von Detlef Schlademann initiiert und legt durch Paten finanzierte Blühstreifen an. Es gibt jedoch auch Dinge, die noch verbessert werden können. Trotz eben genannter Projekte fällt die Menge an Blühwiesen bzw. Streifen, Insektenhotels und Vogelhäusern zu gering aus. Um Lebensmittelverschwendung zu verringern, könnte die App Too Good To Go, die die günstige Abnahme von übrig gebliebenen Lebensmitteln ermöglicht, etabliert werden. Ein weiterer Anreiz für die Zukunft wäre, mehr nachhaltige Einkaufsmöglichkeiten in dieser Region zu schaffen. Der sechste Punkt der 17 SDGs beschäftigt sich mit sauberem Trinkwasser und sanitären Einrichtungen für alle Menschen auf der Welt. Verschmutztes oder mit Chemikalien verunreinigtes Trinkwasser kann zu Krankheiten oder sogar zum Tod führen. Weltweit haben etwa 2,2 Milliarden Menschen keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser und 4,2 Milliarden Menschen haben keinerlei sanitäre Einrichtungen. Das Ziel ist es, bis 2030 die weltweite Versorgung aller Menschen mit sauberem Wasser zu ermöglichen. Im Detail bedeutet das, der Zugang zu sicherem und bezahlbarem Trinkwasser, angemessene Sanitärversorgung und Hygiene, Verbesserung der Gewässerqualität, Schutz und Wiederherstellung von Wasserökosystemen, integriertes Management der Wasserressourcen und zuletzt die Steigerung einer effizienten Nutzung und nachhaltigen Entnahme von Wasser. Maßnahmen dafür sind beispielsweise die Unterstützung beim Brunnenbau, Schulung von Wasser- und Sanitärkomitees, die Förderung der Infrastruktur und die Anlage von neuen Wasserentnahmestellen. Auch in Deutschland spielt die Verschmutzung von Gewässern eine große Rolle. So sind zum Beispiel 8,2% aller Gewässer und Seen in einem guten Zustand. Schuld sind Verunreinigungen des Bodens und der weit verbreitete Pestizidansatz. Um dem entgegenzuwirken, haben wir im Wendland ein Wasserwerk, in dem das Wasser gefiltert und aufbereitet wird. Dadurch haben bei uns nahezu alle Menschen einen Anschluss an sauberes Trinkwasser. Um Länder zu unterstützen, welche größere Schwierigkeiten mit diesem Thema haben als wir, lohnt es sich, mehr Menschen und vor allem die Politik darauf aufmerksam zu machen. Auch Spenden an Organisationen wie Brot für die Welt, welche sich für eine bessere Trinkwasserversorgung direkt vor Ort einsetzen, und eine große Hilfe. Das fünfte Ziel der Agenda 2030, die Geschlechtergleichstellung. Auch wenn sich die Unterdrückung der Frau sehr ins Positive entwickelt hat, gibt es heutzutage immer noch genügend Beispiele, die zeigen, dass Frauen noch lange nicht gleichgestellt sind.
Deshalb ist das fünfte Ziel der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung das Erreichen der Geschlechtergleichstellung und die Ermutigung bzw. Befähigung aller Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung. Kommen wir erst einmal zum Faktencheck. Frauen erfahren im Alltag oft Sexismus. Ungefähr jede sechste Frau erfährt in einer Partnerschaft körperliche oder sexuelle Gewalt. Frauen haben weniger Zeit, um sich zu bilden oder zu arbeiten durch die unbezahlte Pflege und Betreuung von alten Menschen und Kindern. Dadurch werden sie oft abhängig von ihrem Partner. In ca. 30 Ländern sind die Frauen der grausamen Beschneidung ausgesetzt. In Deutschland existiert beispielsweise auch die Gender Pay Gap. 2019 war das Gehalt pro Arbeitsstunde der Frau rund ein Fünftel niedriger als das durchschnittliche Gehalt von Männern pro Arbeitsstunde. Somit verdienen sie oft auch weniger, wenn Kinder vorhanden sind. Die Ziele der Agenda bis 2030 spezifiziert: die globale Beendung der Diskriminierung und Abschaffung von Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Jegliche Form von unfreiwilliger Heirat und Genitalverstümmelung soll abgeschafft werden. Anerkennung von unbezahlter Pflege und Hausarbeit. Die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen am politischen, wirtschaftlichen und öffentlichen Leben. Der freie Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und Rechten. Gleiche Rechte und Zugang zu Land, Eigentum und finanziellen Dienstleistungen. Die Förderung der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien, um mehr Selbstbestimmung zu erhalten. Die Verabschiedung von Rechtsvorschriften, die die Geschlechtergleichstellung fördern. Um diese Ziele erreichen zu können, gibt es wichtige Lösungsansätze, von denen schon einige umgesetzt wurden. Projekte gegen Genitalverstümmelung werden vertreten. In Deutschland gibt es eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie oder Pflege für Frauen und Männer. Erzieherische, soziale und weitere Berufe werden aufgewertet. Die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen soll beispielsweise durch ein Hilfetelefon erfolgen. Unser Planet ist nur begrenzt belastbar. Aufgrund dessen haben sich die Vereinten Nationen dazu entschlossen, Ziele für die nachhaltige Erhaltung und den Schutz unseres Planeten zu formulieren und durchzusetzen. Eines der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN ist das nachhaltige Konsumieren und Produzieren. Natürliche Ressourcen sollen nachhaltig und effizient genutzt werden. Abfälle sollen vermieden oder recycelt, gefährliche Abfälle sicher entsorgt werden. Die Nahrungsmittelverschwendung soll verringert werden. Die Unternehmen sollen ermutigt werden, ihre sozialen und ökologischen Risiken gering zu halten. Förderung von Ressourcen- und Energieeffizienz, beispielsweise durch die Energiegewinnung durch nachhaltige Quellen wie Solarenergie und Windkraft. Infrastruktur soll nachhaltig gestaltet werden, indem sich zum Beispiel Bildungseinrichtungen und Arbeitsstätten in der Nähe der Menschen befinden, sodass sie mit möglichst wenig CO2-Ausstoß erreicht werden können, wie durch öffentliche Verkehrsmittel. Zu grundlegenden Dienstleistungen gehört der einfache Zugang zu Gesundheitsversorgung für jeden Menschen. Arbeitsbedingungen sollen grün und menschenwürdig gestaltet werden, sodass die Arbeiter gesundheitlich, finanziell und sozial abgesichert sind. Folgt eine bessere Lebensqualität für jedermann. Als lokales Beispiel des 12. Ziels zählt auch der Papierverbrauch des Gymnasiums Lüchows. Denn pro Schuljahr kommen ca. 12,3 Kilogramm Papier pro Schüler als Verbrauch zusammen. Bei den rund 560 Schülern des Gymnasiums Lüchows kommen da ca. 7000 Kilogramm zusammen. Das entspricht 3500 Bäumen pro Schuljahr. Schulen verbrauchen ca. 3,4 Millionen Blätter pro Jahr. Hätte man nun die verbrauchten Blätter in ca. 7 Schulen in Hamburg zu einem Blätterturm gestapelt, wären dabei 340 Meter herausgekommen. Das entspricht ungefähr dem Eiffelturm. Das alles erzeugt etwa einen Energieverbrauch für ca. 1500 Durchläufe einer typischen Waschmaschine jährlich.
Da in dieser Rechnung allerdings nur das Kopierpapier enthalten ist, kommen dazu noch Blöcke, Hausaufgabenhefte, Arbeitshefte, Bücher, die gekauft werden oder andere Materialien wie zum Beispiel aus dem Kunstunterricht und Zeichenpapier zusammen. Dazu kommt, dass 57% des verbrauchten Papiers und 80% Zellstoff aus Skandinavien, Finnland und Schweden kommen. Dadurch ist der CO2-Ausstoß für den Transport relativ hoch. Um die Anzahl von Kopien zu verringern, kann man mit PDF-Dateien auf vorhandene Mobilgeräte arbeiten oder zumindest Recyclingpapier doppelseitig bedrucken. Auch im Alltag auf das Kaufverhalten, Ernährung und Mobilität zu achten, hilft zur Umsetzung des nachhaltigen Konsumieren und Produzieren.